Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Hitman. Und wir sind wieder nochmal hier in diesem Trainingsgelände und in der Abschlussprüfung. Und ich dachte, wir probieren mal nochmal eine andere Story aus. Eine andere Vorgehensweise. Vorher muss ich aber den nochmal hier kurz nochmal ausschalten hier. Wie in der letzten Folge. Kleinen Moment. Hello? Calling in. Heard something odd. So, verklein. Er hat natürlich keine Chance gegen uns gehabt. Ich glaube, hier kann man nicht rennen. Nee, genau. Fehlt auch. Scheiße. Egal, wir kommen schon hier erstmal andersrum. Alle Dude. Ich beeile mich jetzt nochmal ein bisschen, weil wir das hier ja schon kennen. Ich will auch nicht, dass ihr euch zu sehr langweilt hier. Und immer das Gleiche sehen müsst. Daher weiß ich auch nicht, ob ich das mal irgendwie mal schneide oder so. Das ist ein bisschen... Ja, wie gesagt. Damit er hier nicht nochmal immer gleiche Stellen sieht. Warte mal, um hochzukommen, braucht man einen Mechanikeranzug. Komm schnell, schnell, bevor... Oh, die hätten es sehen können, ey. Mit dem kommen wir hoch. So. Das nächste... Der nächste Story-Modus heißt auf jeden Fall Schachmatt. Die nächste... Mr. Mechanic, what's up? Yeah, what's up, man? Ach, guck mal. Gut, hier erkennt uns wirklich keiner. Das ist sehr gut. Was ist das, der Zettel? Ah. Dieser Zettel, den habe ich letztes Mal schon mal eingesammelt. Man of Peace, Voice of Reason. Scheiße, hatte ich letztes Mal schon Probleme, ey. Dreh dich doch mal. Radio. Hallo, Dude. Dreh dich doch mal um. Okay, hat's nicht gesehen. Sehr gut. Apparently, Jasper Knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the Soviet Union, and he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in Moscow. The call will come through in the restricted, but otherwise unguarded radio room. Ach so, abgeriegelten, aber unbewachten Funkturm. Okay, also da könnten wir theoretisch sozusagen dann hier zuschlagen.
Dort könnten wir richtig zuschlagen. How's the mechanic today? Aber da darf ich natürlich nicht rein. Okay, wenn wir schon mal dabei sind, könnten wir... Knight besteht darauf, dass ihn seine Freundin in der Sowjetunion begleitet. Er weigert sich, Kuba zu verlassen, solange das KGB-Hauptquartier seine Forderungen nicht bestätigt. Er wird den entsprechenden Anruf im Funkraum entgegennehmen. Knight und Netzke oder Nesk arbeiten beide für Janus, einen bis heute unbekannten Meisterspion des KGB. Janus gilt als, oder Janus, gilt als strategisches Genie und ist Chef der Infiltrationsabteilung des KGB. Angeblich können Janus Leute nicht umgedreht oder gebrochen werden, aber vielleicht bedeutet das unerwartete Ableben des russischen Botschafters ja, dass Janus Macht bröckelt. Oder Janus. Nehmen wir einfach mal Janus. Mr. Janus. Dann gucke ich mal hier, freies Geleit. Was könnte das sein? Einfach mal gucken. Wird gespeichert. Sehr schön. Ich kann mich erinnern, da führte was auf jeden Fall nach draußen. Ach nee, das ist das. Oh. Okay. Yeah, I snuck a peek, so shoot me. I might just do that. Those are military secrets. Was? Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? Friendly advice. All right, I hear you. The slides depicting Knight's escape route from Cuba to his new home in the Soviet Union are ready for pickup at the reception. Desk security expect a soldier to fetch the slides, whereupon the KGB officer and Knight will likely retreat to the upstairs office. Uh-huh. Okay. Information. Knights Fluchtroute. Laut Rezeption enthält die rote Mappe Folie mit Knights Fluchtroute von Kuba in seine neue Heimat in der Sowjetunion. Sobald ein Soldat die Folien abgeholt hat, werden sich Knight und der KGB-Offizier vermutlich in das Büro im Obergeschoss zurückziehen. Mhm. Auch nett. Ja, auch nicht schlecht. Wir werden mal gleich mal hier weiter gucken. Hier haben wir noch was. Auf alle gefallenen Genossen. Das habe ich schon mal gesehen. Da lag nämlich so eine Wodkaflasche. Oh mein Gott, der kann das erkennen. Kann ich hier rein? Ja. Back home. This is Cuba. We got tons of rum, but vodka, military airfield. I know, but at least pretend you're looking. That man is KGB and pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly to failure. I hear you. Wir sollten also bisher immer, wenn wir in einer Mission sind auf einer Karte, sollten wir erstmal alle Stories durchgehen und nachschauen, was wir zur Verfügung haben. The officer in charge has ordered airfield security to get him a bottle of vodka. He will probably offer Knight a drink as well. That is, provided he is able to drag the Grand Master away from his chess game. Mhm. Der Knight ebenfalls einen Drink anbieten, natürlich nur, wenn es ihm gelingt, den Großmeister von seiner Schachpartie wegzulocken. Das wäre eigentlich am besten. Kailas Netzk, der für die Evakuierung verantwortliche KGB-Offizier, hat die Sicherheitsleute des Flugfeldes um eine Flasche Wodka gebeten. Vermutlich möchte er auf etwas anstoßen.
Wir sollten vermutlich wirklich vorher immer die Stories durchgehen, nachschauen und vielleicht können wir auch mal Sachen zusammenbringen. Das klingt jetzt, als wenn wir das irgendwie, dass wir denn der Offizier wären. Verbinden dann zum Beispiel mit sowas wie freies Geleit zum Beispiel. Mal schauen. Vielleicht kann man so ein bisschen rumspielen miteinander. Mit der Situation meine ich. Ja. Hä? Darf ich hier raus? Verkleide dich als Soldat. Warte mal, ich hab doch... Auch mit der Wodkaflasche? Okay, warte mal, ich hab doch... ein Soldaten-Outfit doch da gehabt. Hallo, guten Tag. Kleinen Moment. Hatten wir doch. Oder reicht es nicht? Was? Der hätte mich erkannt. Hä? Ich muss wirklich den nehmen? Warum denn gerade genau ihn? Warum genau ihn? Komme ich hier rechts raus? Nee. Oh, hier komme ich ja gar nicht weg. Da können wir auch schon immer Verkleidung finden. Flugzeugmechaniker. Uno momento. So, bin jetzt auch hier. Du musst genau den nehmen, ja. Boah, das hier ist ja so perfekt. Hier ist kein Zeuge. Und ich kann ihn hier hinlocken. Ach, ausschalten. Boah, ist das perfekt. Schnell, schnell, schnell. Ach du Scheiße, nein. Nee, der sieht mich nicht. Als Soldat, okay. Oh, perfekt. Oh, der kann mich aber erkennen. Story-Mission als Leitfaden. Story-Missionen bieten Ihnen Wegpunkte zurzeit aktiv oder kleinste Hinweise, an denen Sie sich orientieren können. Sie können auch ganz abgestellt werden. Wegpunkt zulassen. Oh, die können mich erkennen alle. Warte, schauen wir mal. Was haben wir hier Neues? Irgendwas Neues? Nee, das kennen wir ja alle schon. Besorgen Sie eine Flasche Wodka. Die habe ich schon letzte Mal gefunden. I'm a soldier. I'm coming over. Yeah, yeah. Wodkaflasche. Eine Flasche russischer Wodka. Gute Marke übrigens. Bringen Sie den Wodka in den Besprechungsraum. So, das wäre es jetzt auch gewesen, wenn man... wenn der mich hier erkennen könnte. Das wäre echt schlecht. Hi.
Ich habe hier, nicht wundern, einen Zwillingsbruder, der ist Mechaniker. Hier ist aber sonst kein anderer, ne? Die haben aber welche Sicht von hier. Manipulieren. Eine Toilette. Oh, schön. Kann er mal bitte kurz wieder rausgehen? Lolala. Hallo, Recruit. Hey, na? Ich bewache auch hier, ne? Wait. Could it be so simple? No. Guten Tag, Sir. Überwältigen jetzt. Ansprechen? Oh, warte mal. Zu was war das denn? Ja, also, naja. Wir halten hier weiter Ausschau, Sir. Keine Sorge. Alle Dude hier. Ich werde mal speichern. Ich will mal gucken, was passiert, wenn man ihn anspricht. Vorher will ich aber hier manipulieren. Manipulieren. Schnell. Aufgefallene Kameraden. Was ist jetzt neu? Warte mal, so, wenn ich jetzt mit ihm spreche. Sir, the vodka you requested. Excellent. Put it over by the table. Mal gucken, was jetzt passiert. Weil wir das Schachspiel manipuliert haben. Vielleicht kann man ja auch so Stories kombinieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir Soldat. Wir passen natürlich auch hier mit auf, ne? Ist ja ganz klar. Wir sehen aber auch hier zum Beispiel, er ist immer mit einer Wache unterwegs. So, jetzt mal gucken. Yes. Just the move I was contemplating. I appreciate the gesture, friend. But one genius is more than enough. On earth did I think of that? Tja. And then he has to... Don't bother me. I have okay. More than enough on my plate. Okay, tut mir leid. Toll, er lobt mich, aber... Don't bother me. I have more than enough on my plate. Ja, denn halt nicht. Ich war besser als er. Ach so, geht's um Vergiften, well done, ja? Initiate. I should say a toast is in order. Ach so. Ja, okay, darum geht's wohl. Um es zu vergiften. Das wäre schon mal eine Option. Dann könnte man vergiften. Die müssen sich übergeben. Ich möchte aber erstmal... So, jetzt möchte ich das andere mal testen. Weil es noch Training ist, machen wir hier auch gerade erstmal sowieso ganz beliebig alle Tiere ein bisschen. Mal gucken, wenn wir jetzt die Mappe einsammeln. Ich könnte mir vorstellen, jetzt könnten wir halt die Gläser problemlos
Vergiften mit dem Brechmittel? Denn, ja, dann wird denen halt schlecht. Die müssen sich übergeben. Ja, und ansonsten... könnte man die vielleicht auf Klo oder so einfach überwältigen oder töten. Vorhin für ein Overhead-Projektor mit Knights Fluchtplan von Kuba in UdSSR. Müssen wir kurz mal hier nochmal ändern. Story-Mission. Auf den Overhead-Projektor. Ah ja. Ist mal interessant, hier die mehreren Wege mal zu sehen. Kann man sich das genau rauspicken. Hello, Private. Hey. Was los, Diggi? Was ist das? Ziegel. Hallo, guten Tag. So, da sind die Pläne. Die Folie ist da. Good thinking, Initiate. This should keep Knight's attention for a while. Salute, Soldier. Hi. Story-Mission abgeschlossen. Ein altmodischer Overhead-Projektor für die Präsentation von Folien. 1979 war das der letzte Schrei. Story-Mission? Ach. Story-Mission abgeschlossen? Story-Mission abgeschlossen? Und jetzt kommt man noch das. Ah ja. Ah ja. So, warte, jetzt kommt er. Jetzt wird er doch bestimmt was machen, oder? Die Pläne. Ja. Ah, the slides arrived. About time. Maybe this will shut him up. So, da kommt er. Ich will mal gucken, was bringt mir das jetzt, dass er abgelenkt ist. Dann könnte ich theoretisch in seinen Raum oder irgendwie sowas. Good grief. You people don't piss about, do you? It's not the Concorde, but it'll do the trick. And my Sharon? Special extraction. We launch her into space, then parachute her down from the stratosphere with a lifeboat and a pair of snowshoes. Little luck, she'll reach Murmansk in a couple of months. Unless she runs into bears. What? We'll put her on a plane. Jesus, Knight. You're supposed to be smart. Anyway, that is if Janice agrees to your terms. And that's a big if. He will see things my way. Now, give me Hello, a moment. Trooper. I need to learn this plan by heart. Okay. So, a jet, an aircraft carrier, a submarine, a frigate, and a helicopter. Right. All we need now is a zeppelin and a pogo stick. Warte. Oh, ich bin neu hier. Kannst du dich jetzt auch verpissen da hinten, bitte? Soldat, verpiss dich. Jetzt. Oh nein. Nein, doch nicht. Das Warten hat sich gelohnt, meine Freunde. Das Warten hat sich gelohnt. Man braucht als Profikiller immer Geduld. Viel Geduld auch. Für einen perfekten Plan. To world peace. Here, here.
It's funny. I don't feel all that well, actually. You okay? Ja, sind Sie okay? Warten Sie mal, ich gehe mit ihm. Ich schau mal nach. Ist alles okay bei Ihnen? Um Gottes Willen. Schauen Sie sich das an. Your skin does have this sallow tint to it. Ja, ich kümmere mich um ihn, keine Sorge. Kommen Sie, ich halte mal Ihre. Ich halte Ihre Haare, Sir. Hm? Target down. You did it. Now head towards an exit. Boah, und dann auch noch genau in die Schüssel, wo er reingekotzt hat, kurz vorher. Oh. Na super. Hello, Private. Hey. Ja, Herr Knight ist noch ganz schön beschäftigt. Dem ist noch ziemlich schlecht. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Der hat irgendwie erzählt, der hat irgendwie anscheinend was Schlechtes gegessen und ja, wird noch ein bisschen dauern. Aber gut, ich verabschiede mich hier schon mal. Ich gehe mal nach unten und schau mal, was unten alles abgeht. Halt auf jeden Fall die Ohren steif. Ich gehe mal unten Wache machen, ja? Guten Abend, Jungs. Ach, bevor ich gehe, ich habe jetzt Feierabend. Dem Herrn Knight ist wirklich sehr schlecht und der meinte auch, der will mich gern seine Ruhe haben jetzt und nur damit sie Bescheid wissen, ja? Gut. Schönen Feierabend. Danke. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Story-Mission abgeschlossen, freies Geleit. Story-Mission abgeschlossen, Schachmatt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es geschnitten habe. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, 2-3 Mal irgendwie versagt, weil ich ihn, ich weiß nicht, ob ich es mit drin gelassen habe, ihn zur Funkstation gelockt hatte. Aber in diesem kleinen Gebäude, da hat man fast keine Chance. Also natürlich hat man immer eine Chance, aber es war immer sehr auffällig, wenn man jemanden da getötet hat oder bewusstlos gemacht hat, dass die Person auch sofort entdeckt wird, weil die dauernd an der Fensterscheibe vorbeigelaufen sind. Nur als kleines Update für euch. Okay. Dann wird es jetzt, würde ich mal sagen, ernst. Und echt. Echter. Keine Übung mehr. Oh ja. Werkzeug Dietrich. Ein Dietrich-Set. Kann zum Öffnen mechanischer Schlösser genutzt werden. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world. Disappear. Stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you,
The trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me.